denn? Alles fit? Schönen guten Abend, ja, und bei dir? Sehr schön. Ja, ich bin noch leicht krank. Ich lag im Sterben. Ich habe Männergrippe. Ja, ich glaube, die ist momentan in der Umlauf, ist bei mir genauso. Also, ja, also zum Casten hat man ja immer Zeit. Das ist es ja nicht. Ja, und grüß dich, Kevinio, der wieder hier auf dem Stream ist und zuguckt. Ich versuche uns mal gerade, die Stofftiere in der Liga zu finden. Aber ich finde die echt nicht. Ich finde sie echt nicht. Doch, ich hab sie. Ich finde sie leider auch nicht. Ich hab die Tabelle. Dann gehe ich auch mal rein. Okay. Hola, Gavino. So, gehen wir mal rein in die Tabelle. Ich zeig dir mal gerade. Ich hab sie nämlich gefunden. Auf der NGL-Seite. Ja, auf der NGL-Seite. Ja, aber die Übersicht ist da ein bisschen sehr unstrukturiert, meines Erachtens. Also, ich hab sie echt nicht gefunden. Aber wenn du sie ja gefunden hast, ist es ja perfekt. Niederlagen 2 Stück werden hier den Stofftieren angepriesen und 2 gewonnene Matches. Das kann ja eigentlich schon nicht hinhauen. Das kann ganz und gar nicht hinhauen. Stimmt doch also, was nicht. Also ich weiß ja, dass wir jetzt vom Sonntag, glaube ich, von letzter Woche hatten wir ja auch 2 Spiele, die waren schon gewonnen. Davor hatten wir, ich glaube, schon 2 Spiele, die welche gewonnen wurden, und wir hatten unseres Wissens nach halt nur einen, der nicht wo wir halt verloren hatten. Genau, aber deswegen hier stimmt was nicht. Auch ich gehe mal auf die Spieltage. Spieltag 1, 3-1 gewonnen. Jetzt gehen wir auf den zweiten Spieltag, 2-1 verloren. Also 1-1 in Stats. Dritter Spieltag, 2-1 gewonnen. Vierter Spieltag, das war, glaube ich, ist offen. Er gegen Predator 2-1, genau. Er gegen Rawside haben wir ja nicht gespielt. Nee. Fünfter Spieltag, SLS Kickers 5-0 verloren. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Stage 5 Gaming ist noch nicht eingetragen, haben wir gewonnen. Der SLS ist falsch. Ja, gegen SLS, ist das falsch? Das ist falsch eingetragen. Das war doch gewonnen gegen SLS, gell? Ja klar, das war gewonnen, also. Also stimmt die ganze Tabelle nicht, das hat eigentlich alles hinfällig. Das ist doch wohl purer Mist. Ja, das stimmt noch gar nichts, schreibt man auch im Chat. Ich habe Nico schon Bescheid gesagt. Ja, das Spiel gegen SLS, das haben wir ja selbst gecastet, haben wir ja selbst gesehen, dass wir, dass die Stofftiere 5-0 gewonnen haben. Deswegen wundert es uns einfach jetzt gerade eben, weil kann sein, dass es ein Fehler seitens NGL ist. Genau, normalerweise müssten wir nämlich 3-0-1 Stats haben mit 9 Punkten. Nee, ich glaube sogar 4-0-1. Oder 4-0-1, genau. 4-0-1 wegen Stage 5. Stage 5 war ja auch genau das, also da haben wir ja auch gewonnen. Ich glaube 3-1 war das Ergebnis. Genau, und SLS an dem Tag, Spiel, genau. Das muss ich ehrlich sagen. Da waren die 2 Spiele, genau. SLS ist verkehrt rum. Die Stofftiere haben 5-0 gewonnen. Genau. Ja, auch im Chat schreibt man, ne, die NGL hängt deutlich hinterher mit ihren Planungen und Schreibungen. Also. Das ist echt schon nicht produktiv für eine Liga, meines Erachtens nach, weil sowas zeichnet ja schon eine gute Liga aus, wenn die Ergebnisse und so halt schnell bei Fehlern halt auch behoben werden. Deswegen, ja. ich weiß jetzt nicht, ob es schon gemeldet worden ist. Ich vermute mal schon von Seiten der Stofftiere. Ja. Also ich hoffe es mal zumindest, und deswegen. Und ja, da sollte man dann halt auch irgendwann mal das auch hinkriegen als vernünftiges Management, halt dieses auch vernünftig zu leiten. Ja, aber wie ich sehe, der International Legends, gegen die wir heute spielen, im Moment mit 10 Punkten Platz 2-3 da in dem Dreh. 5 Spiele, 3 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, ob stimmt, weiß man halt nicht. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Gleich 20.45 Uhr soll es losgehen. In 15 Minuten.
Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt, wenn ich hoffe mal, dass halt auch irgendwann mal Zugriff bekommen. Tja, das wird sehr, sehr interessant werden. Auf Das stimmt. jeden Fall wird das schon ein Team sein, was ein bisschen mehr Widerstand leistet heute Abend. Oh, ich mache noch mal ein bisschen Musik im Hintergrund an. Ja, was ich auch sehe, unsere Gegner sind International Legends. Die spielen ja auch in der PCL, in der Pro Club Liga mit. Sind momentan in der Liga 3B, auf Platz 12 mit 16 gespielten Spielen, 10 Siegen, einem Unentschieden, 5 Niederlagen. Oh, das ist Aber gut. momentan eine Siegesserie von 4 Spielen. Ja, also bin ich echt mal gespannt. Ja, ich bin noch mal gerade auf der Facebook-Seite von International Legends. Schön am Posten hier. Stofftier hat schön drunter geschrieben, ist live. Also sind sehr aktiv auf ihrer Facebook-Seite. Habe ich mir gerade so gedacht. So ab und zu mal ein paar Bilder, ein paar Spieltage. Spielvorschau. Ganz gut gemacht. 200 Personen, gefällt die Seite? Aber Naja. ich auch gesehen haben, Internationals Gaming schneidet auch halt die Zusammenschnitte von den Spieltag, ganzen ja. Spielen, also vom ganzen Spiel, die nehmen das Ganze komplett irgendwie nochmal extern auf und machen halt so eine Art Spielbericht. Also die besten Szenen halt nochmal rein. Ja, da Die fehlt Idee ein. finde ich gut. Da fehlt einer für die Stofftiere, der sag ich mal so Torszenen schneidet. Ja Irgendwo. klar, also die Idee finde ich schon gut, das gebe ich zu. Wenn man das aber noch im Zusammenhang mit Castern bringen könnte, ist es, oder halt allgemein so als Spielbericht, dass man jemanden da hinsetzt, der dann halt das alles nochmal zusammenfasst, die besten Szenen dann halt auch, sagen wir mal, visuell darstellt. Also dass du zum Beispiel sich als Beispiel, den ich jetzt brauche, das kann man als Beispiel nehmen. Keine Ahnung, dass du einfach diesen Spieltag zusammensetzt, also sich halt auch vor eine Kamera setzt, dass du so ein bisschen halt runterredet vor und die besten Szenen dann halt reinblendet so und dann halt nochmal das vom Stream oder halt vom Ingame Ja, halt du mit bräuchtest benutzt. halt Bräuchte es einen, halt der jemanden, der eine live, richtige Kamera hat. ja, eine Kamera hat und sag ich mal auch live mit bei dem Spiel dabei ist, sich Szenen rausstreckt, schneidet, ja? Moin, moin, Sauer, Genau. 1, 2, 6, schön, dass du wieder da bist. Der dann die Szenen rausschneidet, dass man so auch nachher für eine Spielanalyse nach Game hat, wäre das natürlich schon sehr interessant, ne? Das stimmt, Dass man im das wäre sehr Anschluss von dem interessant. Spieltag eventuell hingehen könnte und macht eine direkte Toranalyse, weißt du, oder eine Halbzeitanalyse, aber dafür sind die Halbzeiten in FIFA 18 Viel einfach zu zu kurz. kurz. Ja. Das stimmt. Danke, Sauer. Also. Ja, wie gesagt, wird interessant. Ich sehe auch gerade, Ja klar, es wird. dass Team sammelt sich jetzt langsam und man bereitet den Pro Club vor, wo sich dann in die Aufstellung reingegangen wird. Kann ja mal grob gucken, wer heute Abend so spielt. Bullet, Dennis, ja, Farm Lehmann, Filio, Shikorex, Marco, Obin, Darkwing, Stevo, Sven und Sven. Also Schandmaul und Kulterex. Dann wollen wir doch mal sehen, was gleich dabei rumkommt. Boah, die Genau Männergrippe auch. bringt mich um. Ich kann heute nicht, Leute, tut mir leid, ich kann heute nicht so drauf sein wie bei sonst, bei letzten Mal. Ich habe voll die Männergrippe seit letzter Woche. Und hänge damit echt in den Seilen. Ja, also ist ja bei mir genauso. Ich lag jetzt das ganze Wochenende komplett flach. Mich wundert, dass ich jetzt wirklich fit bin, weil ich arbeite mit meiner Grippe auch schon gut anderthalb, 2 Wochen jetzt rum. Bin froh, dass ich zumindest jetzt wieder eine Stimme habe. Das Wochenende, das ging ja mal gar nicht. Also hatte ich ja fast gar keine Stimme mehr. Deswegen war ich eigentlich auch teils froh, dass am Sonntag kein Cast war. Nee, ich also am Wochenende hätte ich auch nicht casten können. Keine Chance. Da wäre ich gestorben. Ja, genauso. Also bei mir war es dasselbe. Man merkt ja noch selbst bei mir ein bisschen, dass die Nase zu ist, so. Hallo Weil Obin. man merkt auch. Aber guck mal hier, um mal unsere Zuschauer mal
ein wenig auf Trab zu halten, bevor es in FIFA losgeht, schalte ich mal kurz rein in die Major League von CSGO, Stofftiere versus Mischievous. Da steht es 5-0 für die Stofftiere auf Inferno. Die Stofftiere angefangen als CT, wird live übertragen von Pimmal. Oh, Stofftiere hier, Telco, schöner Kill. BO3. Ja, es ist BO3. Erste Map ist halt Inferno. 6-0 für die Stofftiere. Respekt. Vor allem auf CT-Seite. Inferno ist ja dafür bekannt, wenn man als eingespieltes Team halt wirklich gut auf das Inferno, also auf Inferno ist, dass es eher so leicht T-lastig ist, aber dadurch, dass wir jetzt schon 6 Runden haben, die Gegner jetzt ja wahrscheinlich jetzt erst in die zweite Byround sozusagen geforst haben, bin ich jetzt mal gespannt, was diese Runde halt noch so sich was sich da noch alles ergibt. Und, aber 6-0 ist schon deutlich. Schöner Flick. Boah, Boosty, was für ein Kill-Lag wir am Arsch, oder? Ja, das muss ich ehrlich sagen, das war echt ein schöner Kill. Also. Vor allem die Steps hätte ich als T hören müssen, oder? Das sowieso. Von der Position her hätte man den schon längst mitkriegen müssen. Vor allem der T hat ja selbst kurz gesneakt und da hatte Boosty ja noch einen Step, soweit ich weiß, so wie ich das mitbekommen hatte. Deswegen wundert es mich. Aber ich glaube, der T hat doch nicht mit einer Aare gerechnet, die so offensiv kommt. Ah ja, auf jeden Fall läuft es für die Stofftiere, wenn es so gut für den FIFA-Bereich läuft, sind wir doch heute Abend ganz glücklich. Jetzt gehen wir nochmal raus, gucken. Aber es ist noch nicht los in FIFA, das dauert wohl noch 5 Minuten. Also, ich kann mir vorstellen, dass es noch ein paar Minuten dauert bei dem bei FIFA. Dann gehen wir nochmal schnell in CSGO, da wird nämlich gerade interessant. Genau, es wird gerade recht interessant, weil Mischievous versucht, glaube ich. Ja, nee, die bauen sich jetzt für B auf, also die stellen sich jetzt mit den Smokes, Flashes, Mollys sehr wahrscheinlich auf und wollen den B anspielen. Siehst du, dann haben sie noch die CT-Smoke gefailt, das ist schon fatal. Aber auch schön den Spot von denen eingenommen. Ja. Oh, ja, das könnte die erste Runde werden. Ja, die müssen eigentlich die AWP, ich möchte sagen, wenn man die AWP wegkriegt, dann geht's eigentlich, aber nicht gepackt. Damit 6-1. Alter. Hätte der die AWP in der Banane gekriegt, wäre es eigentlich ein einfaches Spiel für den CT-Spieler gewesen, ja. Weil leichte Anhit, sei es Pistol, sei es mit der M4 gewesen, ein Bullet und der wäre down gewesen. Und der hätte der echt unlucky den One-Click kassieren müssen. Auf jeden Fall, wenn die FIFA-Spieler heute so klasse Spiel hinlegen, dann geht's hier mal locker 3-4-1 für die Stofftiere aus. Ja, ich hoffe es mal. Ja, ich hoffe es natürlich auch. Ja. Von mir aus könnte es losgehen. Ja, von mir aus auch, aber wir sind jetzt dabei, die Aufstellung zu machen. Und ja, so also bis jetzt, soweit so ich es erkennen kann, nicht wirklich eine Veränderung. Immer noch mit einer einzelnen Spitze. Ja. Immer noch 4-1-4. Mit dem ZDM. Genau. 4-1-4-1. 4-1-4-1, so, ja, so, vermute mal, es wird auch keine Änderung geben der Stammelf. Man wird so weiterspielen wie die letzten Spiele auch. Man wird die Spiele so lassen. Es war erfolgreich, man hat es gesehen, gegen gute Teams hat man auch gut performt. Ich glaube nicht, dass sich da was ändern wird. Und ich bin echt mal gespannt, wie sich halt auch der Pro Club allgemein so entwickeln wird. Weil Idee ist klar, es wird schwerer, aber ich glaube auch irgendwann wird EA erkennen, dass dieses ich weiß auch nicht, wie lange sie es jetzt bei diesem 1 hier 101 gebraucht haben, aber irgendwann mal werden sie auch einsehen müssen, dass der Pro Club eigentlich auch ein Potenzial hat und das müssten sie dann auch fördern.
Spätestens wenn die ganzen, wirklich die ganzen Sportvereine auch das Potenzial von hier Pro-Clubs merken, erkennen und die ersten Teams sozusagen irgendwelche Lineups verpflichten, auch vertraglich gebunden von, was weiß ich, zwei, drei Jahren, dass dann EA einstreiten wird, weil die wollen ja auch was vom Setten abhaben. Ja. Und dafür kennen wir EA zu gut, die sind halt wirklich geldgeil, wie geldgeil ist, fuck. So, der Gegner hat gerade über Facebook geschrieben, dass genau 45 also uns eine Einladung schicken und heute in Weiß spielen, deswegen gehe ich davon aus, dass unsere in Rot spielen. Ja, immer noch warten aufs Game. Genau. Und wie ich es gerade erkannt habe, hat nebenbei CSGO erwähnt, die Staffel hier haben die Anschlussrunde wieder geholt. Ja, super. Boah, ein schöner 2K von Nuki, schön die Apps abgehalten. Aber ein schönes Zusammenspiel von den beiden A-Spielen und bei CSGO, muss ich ehrlich zugeben. Also 7-1 insgesamt, ja. Muss ja. Genau. Und das sieht man gerne als alter CSGOler, also der auch tief in der Materie drin war. Ja, du bist lange raus aus dem Geschehen, ne? Ja, was heißt lange raus? Ich bin jetzt seit 3 Monaten nicht mehr wirklich aktiv am Spielen aufgrund von vor allem Schule, aber auch aufgrund von meiner Rechnerleistung. Also ich habe überlegt, wenn ich mal wieder einen neuen Rechner hole, das wird sehr wahrscheinlich halt nach dem Abitur so der Fall sein, wenn ich wieder arbeiten gehe, ja, dass ich wieder ein bisschen aktiver spiele, weil wirklich vom Verständnis her könnte ich sogar schon teils mit noch als Coach agieren, so wie ich das von einigen Spielern, also Mitspielern so erfahren habe. Und ja, mal schauen, was sich da so ergibt. Ja, Coach, das klingt immer gut. Coach kann jeder gebrauchen. Ja klar, also Coach, vor allem Coach wird momentan sehr häufig gesucht. Ja, aber auch allgemein die Position. Ja bitte, rede fort. Nee, vor allem die Position, ich war ja allgemein im CSGO, war ich so der Allrounder und Allrounder werden eigentlich immer gebraucht, weil ich kann als IGL agieren. IGL ist sehr beliebt, wenn man Teams aufbaut oder wenn man halt wirklich vernünftig strukturiert und dadurch, dass ich halt auch die IGL-Erfahrung schon mit habe, werde ich halt auch sehr gerne gepickt. Deswegen, ja. Ja, ich sehe gerade, unser Team versucht die Gegner zu finden. Ja, sehe ich auch gerade, stimmt. Ah, da, Forderung, den unten ausgeführten Verein zu einmaligen Freundschaftsspiel hinaus. Ja. Genau. Das heißt, es geht gleich los. To be well. Verbinde mit Freundschaftsspiel, da mache ich jetzt mal die Musik aus. Gucken wir mal, was hier gleich abgeht. Ich bin mal sehr gespannt, also. Oh. Gegner? Gefunden! Dann gehen wir rein. Scheinbar sind die Gegner gefunden, genau. Wir sehen das übliche Warm-up. Ein bisschen aufs Tor geballer. Genau, was man natürlich schon viel verkennt und... Da geht's los. Wie wir sehen, da geht's los. Stofftiere gegen International Game Legends. Stofftiere mit Anstoß, dem Anstoß. In Schwarz. Natürlich. Schön geht's. Ball läuft wieder in Rot, der Ball. Ja, Stofftiere ja, machen ein langsames Passspiel. Aufbau von hinten erstmal. Die spielen hier Taktik Pep Guardiola. Ball halten, Kurzpassspiel, viel Passspiel. Und den Ball dominieren. Oh, also schön, zu Dennis durchpass. Da ist er. Ey, was ein Tor. Muss man ehrlich sagen. Da haben sie auch schön rauskombiniert, also es ist fast schon perfekt gespielt, schön gesehen, boah, dass der Ausspieler reingelaufen ist. Damit gehen die Stofftiere halt schon in der dritten Minute mit 1-0 in Führung.
Aber das war ein Spiel so genial rausgespielt, Kurzpassspiel, auch am Mittelfeld Kurzpass gespielt, rein in die Spitze, Dennis schön den Mann in der Mitte gesehen, durchgepasst, Abschluss war da. Das stimmt. Sauberes 1:0 für die Stofftiere. Super klasse gemacht, das ist Wahnsinn. Also, ich denke mal, auch für unsere Zuschauer ab nächste Woche kann ich wieder ein bisschen mehr Emotion zeigen, wenn ich fit bin. Ja, mal gucken, wie die. Oh, Ball schön erobert auf Marco, wieder dieses Kurzpassspiel über die Außenschand. Maul schön in die Spitze reingespielt. Aber konnte geblockt werden. Ja, er hat aber auch keine Anspielstation, irgendwie den Ball nochmal in die Mitte reinzubringen. Das haben sie schön abgeschirmt. Jetzt nochmal Dennis, schön in die Spitze, das ist Punkt. Scheiße. Schade. Das ging echt nicht. Ja, aber dafür gibt es eine Ecke für die Stofftiere. Aber der Angriff war schön gemacht. Ja klar, es war wieder schön rausgespielt. Mal schauen, was mit der Ecke gemacht wird. Okay, eine kurze Ecke. Aber man konnte wieder sehen, die Stofftiere, auch bei den letzten Spieltagen, die Ecke immer kurz ausgespielt. Also nicht direkt geflankt, ja, sondern kurz ausgespielt. Aber jetzt der Gegner. Immer kurz, über die rechte Seite. Kann er geblockt werden? Ja. Oh, schön von Stevo. Der Baller kämpft. Dann direkt wieder vorne, dieses Kurzpassspiel direkt über die Außen. Aber konnte geblockt werden. Ja, und jetzt ist natürlich wieder der Konter, welcher aber früh abgeblockt, abgeschirmt werden konnte, wenn nicht draftieren. Befreiungsschlag weg mit dem. Boah, da wäre bald noch. Ja, aber wollte schon sagen, das wäre noch interessant geworden. Aber jetzt stehen sie mit 2, 4, 6 Mann hinten. Nicht faulen. Flanke, oh, weit. Flanke geht weit raus. Ja. Er hatte die Flanke komplett verfehlt. Ja. Oh. Da kommt der weite Einwurf. Konnte direkt geblockt sehr werden. Sehr die Gegner wieder am Ball. Schön gesehen, aber abseits. Ja, aber hätten die Stofftiere auch schön abgeschirmt, also Schirox hatte das schön gesehen. Ja, oben auf der linken Seite haben die Stofftiere Probleme mit dem Ball durchzukommen. Ja, das stimmt. Aber dafür hatten sie in der Mitte bis jetzt immer oft die Möglichkeit, gut reinzukommen, beziehungsweise sogar vor das Tor zu kommen. Deswegen sollten sie mal vielleicht überlegen, nochmal über die Mitte einen Angriff zu starten, den vielleicht nach außen zu ziehen, weil genau, das könnte schnell die nochmal ein bisschen durcheinander zu bringen. Ja, ja, genau. Ah, schön, der Seitenwechsel, die Flanke rüber. Boah, schön, direkt Pass zu Dennis. Schön durchgezogen, aber abseits. Ja, war abseits. Aber auch nur Haaresbreite. Jetzt würde ich ja gern zurückgehen in die Sicht, aber das ist ja hier leider nicht möglich, weil ich dann aus dem Live-Bild rausgehen muss. Boah, Fehlpass. Schandmaul am Ball, schöne Flanke, die kommt an. Und, schade. Torwart hat aufgepasst. Bisschen zu weit vorgelegt. Ja, ja, ein bisschen zu weit vorgelegt, aber... Ball ist noch heil, aber faul. Ja, wollte ich sagen, es wird... Vorteil lässt er laufen. Schade. Ja, in Wirklichkeit, glaube ich, wäre es auch so, dass der Schiri hohes Bein gepfiffen hätte. Ja, normal schon. Weil das war schon nicht mehr normal, auf welcher Höhe. Ja, es sei denn, er hat für die Stofftiere natürlich gepfiffen und hat dadurch... Was war das denn jetzt von den Stofftieren? Frage, also ich habe es auch jetzt nicht verstanden. Vielleicht gibt es ja auch die Chance jetzt für die Legends. Ja, warum schießt man da den Ball nicht aus? Ja, vor allem in seinen eigenen Eckball aus. Genau. Vielleicht hat er sich verdrückt, wer weiß. Schön weggefaustet von Lehmann. Paul, von welcher Seite aus? Oder von den Stofftieren aus? Ja, okay. Voll von Stofftieren, das konnte man sehen. Kurz gespielter Freistoß, welcher aber gut blockiert wurde. Aber die Stofftiere kriegen den Ball jetzt nicht aus der eigenen Hälfte bis jetzt raus. Mit einem schönen, schnellen Umschaltspiel. Boah, schön, da hat er den Ball mitgeholt. Schuss und 2-0. Ja, schön durch die Beine vom Torhüter, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber schön nochmal erkämpft.
den verloren, also dass man den verlorenen Ball immer in der Situation nochmal schön erkämpft hat. Ich finde echt. Der Torjubel macht doch gerade paar Liegestütze. Genau. Ich habe gar nicht mal so in den Chat gefragt, wie die Tipps heute Abend so laufen. Nee, das haben wir heute komplett verplant, leider. Aber das, wir schieben das auf die Erkältung. Ja, 33. Minute, Stofftiere 2:0 in Führung. Ah, Lehmann ist da. Ja, ein bisschen zu spitz, meines Erachtens, da von International Legends. Wow, ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit Gamer sagen will. Aber das sind die Legends. Ja, Legends. Ja. Ja, Ball gut erkämpft. Jetzt kann man was machen. Das stimmt. Schön gesehen. Ja, schön auf die Seiten. Schön gekontert. Schöner Pass. Einwandfreies Tor. Schön gekontert, aber auch ein schöner Pass in die Mitte, muss ich ehrlich sagen. Und damit steht es nur noch 2:1 für die Stofftiere. Ein direkter Konter von den Internationals, also war super gespielt, super rausgezogen. Genau. Ich glaube, damit hat aber auch die Verteidigung der Stofftiere nicht wirklich gerechnet. Boah. Aber wieder schön das Spiel von den Stofftieren und ja. Der Ball ist noch heiß. Leider hat da der Abschluss gefehlt. Genau, der Abschluss jetzt gibt es den Freistoß für die Stofftiere. Müsste für und die Stofftiere gehen. Vermutlich ja. Die gewisse Karte. Na, schade nicht. Ich bin gespannt, was sie sich jetzt bei diesem Freistoß gedacht haben. Durchgekommen. Ah, okay. Ein bisschen vertüdelt den Ball, aber jetzt muss man auf den Konter aufpassen. Aber nur ein wenig. Aber den hat man nicht im Griff. Ja, nicht. Gar jetzt hat nicht man im Griff. Gut. Wollte schon sagen. Sau gerade in kurzem Moment danach aus, dass die Stofftiere sogar in Unterzahl in Abwehr standen. Boah, schön gepasst wieder in die Spitze rein, aber gut gebremst. Schön gesehen, ehrlich. Ja. Schön abgelaufen von BF Area 52. Ja. 3 Minuten Nachspielzeit gibt's für die kleinen Fouls. Gibt eigentlich immer 3 Minuten in FIFA. Schuss! Ja. Glanzparade. Wahnsinn. Ja. Solche Möglichkeiten kann man ja auch einfach mal bringen. So unerwartete, spontane Schüsse. Ich glaube, damit haben... Der Ball ist noch heiß. Jetzt nicht mehr. Halbzeit. Leute, wir gehen in die Halbzeit. Ja, Halbzeit. Stofftiere 2:1. Wir müssen da mal gucken, beim nächsten Spiel mit den Gegnern mal Kontakt aufnehmen. Dass wir aber von den Gegnern mal Aufstellungen und Informationen bekommen. Dass wir, wenn wir wieder fit sind, ein bisschen besser vorbereitet sind. Das stimmt. Also, damit wir es ein bisschen professioneller aufziehen können, wäre das schon gut. Das stimmt. Und ich bin mal gespannt, die Halbzeit geht ja jetzt nicht mal eine Minute, sondern sind jetzt nur ein paar Sekunden, dann geht es ja schon direkt in die zweite Hälfte. Ja, genau. Also ich bin echt mal gespannt, wie sich das jetzt auf der in der zweiten Hälfte nochmal entwickeln wird und... Ich kann es dir nicht sagen, wie es sich da entwickelt. Ja, es geht weiter. Wieder rein schnell. Genau. Hallo Nexa, schönen guten Abend, sei gegrüßt. Oh, der zieht durch oben auf der rechten Seite. Immer noch am Ball, aber abgelaufen und schön mitgenommen. Jetzt wieder International im Zug. Kann aber auch abgelaufen werden, aber direkt der nächste Spieler da. Die Stofftiere geraten jetzt ein wenig unter Druck, aber schön von oben. Aber auch oben mit schön dem Fehlpass. Ja, oh, schön jetzt, aber jetzt muss man was draus machen. Ja, schönes Zusammenspiel. Ah, dieser Fehlpass. Steckst du wieder nicht drin? Ja. Passiert mal. Also muss man einfach nur aufpassen, dass in der Abwehr jetzt alles wieder funktioniert. Also. Wir dürfen jetzt nicht sozusagen übermütig sein und halt ein bisschen nach vorne spielen und versuchen, das reinzumachen. Lieber hinten die Chelsea-Taktik machen, ein bisschen mauern. Man halt muss wieder die Ruhe reinkriegen, wie vorhin. Ruhe ins Spiel bringen, wieder schön Aufbauspiel. Dann den Weg in die Mitte gesucht und dann das Ei reingemacht zum 3:1. Dann ist Stofftiere auf der sicheren Seite. Genau.
Aber man merkt, sie sind leicht verunsichert. Es sind einige Fehlpässe jetzt in dieser Hälfte schon entstanden, auch wenn sie gerade mal 10 Minuten ist. Ja. Sind, glaube ich, schon 3, 4 Fehlpässe jetzt gerade der vierte. Ja, überall die Fehlpässe gerade. Man ist da voll nervös im Moment. Man kann das Spiel nicht mehr so aufbauen, wie man es in den ersten Genau. 45 Minuten hatte. Guck mal da, schon wieder geht man da wirklich auf. Ja gut, die Gegner, klar, die Weiter müssen gesagt, jetzt nächstes. Druck aufbauen auf die Stofftiere. Deswegen geht man jetzt mit so vielen Leuten direkt zum Ball. Ja, klar, Die man geht Stofftiere mit haben es zwei jetzt Leuten schwer. auf mindestens einen Spieler. Guck, und schon hat man den Ball verloren, ist klar. Ja, das ist eigentlich aber auch, damit müsste man eigentlich rechnen und versuchen, das irgendwie zu umgehen, indem man halt wieder, entweder man einen langen Ball nach vorne spielt, dass man irgendwie versucht, den Spieler vorne zu erreichen, dass man dann immer die auskontern kann, weil die spielen größtenteils jetzt gerade mit 6, 7 Mann vorne. Wenn man einfach einen Ball nach vorne bringt, kann man schon sehr ausspielen. Also kann man eigentlich sozusagen die Abwehr auch sehr gut aushebeln. Aber war eine wirklich knappe Kiste. Ja, war schon sehr eng das da. Ja. Ball wieder im Spiel, 62. Minute, Stofftiere immer noch 2 zu 1. Und wieder die Fehlpässe im Mittelfeld, aber auf beide Seiten im Mittelfeld. Oh, jetzt schön, ich bin zu spät. Ach, wäre doch mit dem Ball noch ein bisschen gelaufen, hätten ihn erst dann reingebracht. Genau. Hätte man noch was draus Oder machen können. hätte versucht, das selbst hätte das versucht, einfach selbst zu machen, statt den Pass nochmal in die Mitte zu bringen. Beide Seiten sind gerade ein bisschen ja, nervös im Mittelfeld. Die Fehlpässe im Mittelfeld, echt hier in der zweiten Halbzeit, einfach zu viele. Aber eine Freistoßsituation für die Stofftiere. Aber wird es ja wahrscheinlich wieder ein kurzer Freistoß sein, wie gerade eben. Oder nicht, doch. Oder versucht man's? Ich Bin mal hab's keine gespannt. Ahnung. Ja, man versucht's nicht. Ah, ja, schön gedacht. Wär der Kopfball nach Richtung Mitte gegangen, statt aufs Tor, ich Genau, hätten glaube, wir das wäre vielleicht dann auch. nochmal Ja. interessant geworden. Aber Stofftiere bleiben am Ball, das ist gut so. Ah, schön wieder rechts oben mit Doppelpassspiel. Wieder Ruhe rein. Boah, Dennis schön mitgenommen vom Team. Kapitän, schön. Kann er was draus machen? Nein, er wird gestellt. Kriegt den Ball auch nicht wieder zurückgeholt. Somit ist der Angriff abgeblasen. Aber wieder zurückerkämpft im Mittelfeld. Und wieder Ja. verloren. Diese Fehlpässe im Moment. Ja, aber solange der Ball halt im Mittelfeld gehalten wird, ist alles in Ordnung, aber er wollte sagen, International Legends waren gerade in der Kontersituation. Hätte man auch mehr draußen machen können von International Seite her. Ja klar, Und schon hätte wieder man wirklich Fehlpass. machen können. Auf beiden Seiten aber. Jetzt hat man doch das überlegene Spiel. Kriegt es Ja. nicht hin. Ne, leider nicht. Er hätte vielleicht versuchen können, kurz zu bremsen, damit der Gegner weiterläuft und den Ball dann in die Mitte zu bringen. Er hätte der eigentlich eine freien Passbahn gehabt. Wollte gerade Aber sagen, da musste jetzt er haben Freistoß pfeifen, also. wir. Naja, jetzt haben wir halt nochmal eine Freistoßsituation. Wenn man die jetzt vielleicht in die Mitte bringen würde, statt Statt den dieses kurz zu Kurzpass, ja. spielen. Vielleicht wäre das interessant, aber es wird wieder so ein Kurzpass werden. Es ist halt. Aber es ist immer noch heiß und Abgefälscht. damit gibt es die Ecke für die Stofftiere. Aber es wird auch wieder eine kurze Ecke werden. Das ist einfach schon lesbar. Das ist das Problem. Wenn man den jetzt mal vielleicht einfach in die Mitte reinbringen würde, von der Ecke aus. Aber da Oh, ist da der ist es. Ball. Aus dem Nichts. Wahnsinn, 3-1 für die Stofftiere. Ja, und ich glaube, der Gegner hat den sogar Eigentor. selbst reingeköpft. Ja. Ja, es ist ein Eigentor gewesen. Sehr, sehr tragisch. Ja, und da kam es einfach aus dem Nichts. 3-1-Führung jetzt in der 76. Minute, glaube ich. Oh. Was ein Du hast Spiel, echt ne? nicht verstanden. Das ist echt so. Ich kann echt dazu nichts sagen. Das war auch unglücklich für International Legends. Aber auch eigentlich vielleicht der Aufwecker auch für die Stofftiere. Vielleicht nehmen sie jetzt ein. Also jetzt Ja. kommt dieser Druck ein bisschen runter. Dass sie sich jetzt ein bisschen denken, so ja, komm,
jetzt können wir ein bisschen befreiter spielen. Die Gegner müssen eigentlich jetzt Druck machen. Wir haben keinen Druck. Man muss halt schauen. Aber sie sind noch da. Eckball jetzt für International. Genau. Also International versucht immer noch diesen Druck halt nach vorne zu bringen. Es sind 10 Minuten, sagen wir mal 13 Minuten mit Verlängerung. Eigentlich müssen die Stofftiere es noch vernünftig runterspielen, den Ball nur noch abschirmen, versuchen den Ball genau einfach Wieder weg. nach außen zu Ja. bringen, weg vom Tor. Auch wenn es dann jede Minute mal eine Ecke gibt, ist eigentlich egal. Solange der Ball halt nicht vors Tor oder im schlimmsten Fall halt ins Ins Tor Tor geht, landet. ja. Ja, wir sind in der 82. Minute. Aber da haben wir nochmal Boah, die Konterchance schön. geschafft, Dierisch. Schöner Pass in die Spitze. Aber auch schön abgefangen nochmal, also schön gesehen von den International Legends. Aber damit ist man in der Kontersituation. Aber man steht auch wieder mit, ich glaube, 6 Mann hinten. Ja, die Stofftiere, man merkt, die machen jetzt hinten zu. Boah, schöner Genau, Pass auf außen. die mauern jetzt. Die machen einfach die Chelsea-Taktik. Hinten einfach mauern und einfach vorne jetzt nichts mehr machen. Hat den Sieg eigentlich drin, man muss eigentlich nichts mehr machen, man muss einfach nur das Ergebnis halten. Und sollte noch eins fallen, man hat ja noch ein Tor auf Vorsprung, ne? Das ist ja nicht so, als. Genau. Aber es könnte jetzt noch mal eng werden. Das ist kein Foul gewesen, auch wenn es danach halt aussah. Der Gegner ist von selbst aus umgefallen, ohne dass halt fremde Einwirkung da war. Und Pfeift der da haben wir Abseits. eine, wollte sagen, eine Abseitssituation. Aber auch schön gesehen von den Stofftieren. 3 Minuten Nachspielzeit wie der erste Halbzeit. So, Und da haben jetzt wir nochmal der wieder die letzte Angriff wird wohl International. gewesen sein. Oh, Abseits. Also man hat aber gesehen, zweite Halbzeit viel zu viele Fehlpässe auf beiden Seiten. Genau, von beiden aber auch, das stimmt. Letzter Angriff. Und da ist. Oh! Wahnsinn! Passt das 4-1, Jo, aber damit war es auch abgepfiffen. der Schlusswurf. 3-1 für die Stofftiere. Wow. Also der letzte gehaltene war geil. Ja, der war echt. Ich habe den sogar schon Krass. wieder drin gesehen, so wie im letzten Spiel, glaube ich, war Ja. das. Oder im vorletzten Spiel, wo auch wieder so eine ganz knappe Situation war. Da haben wir beide wieder drin gesehen, aber Wahnsinn. war es nicht. Wie wir jetzt immer hier sehen, in der 3. Minute von Marco halt ein Tor geschossen, dann, ja, keine Karten. Gut, das war's für heute. Leider nur ein Spiel, wie gesagt, beim nächsten Mal sind wir besser drauf. Und dann sind wir auch wieder gesund. Ich danke euch für Zuschauen. Wir haben Genau. es gezeigt, das Spiel. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich beende jetzt den Stream, weil ich muss mir Nase putzen, man hört's. Wiedersehen, Leute.